Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein richtig tolles Video für euch, passend für den Sommer. Und zwar stelle ich euch heute meine Beauty-Summer-Favoriten vor. Ich liebe den Sommer einfach, ich bin ein richtiges Sommerkind. Ja, und wenn euch solche Favoriten-Videos gefallen, ich lade ja solche regelmäßig hoch, auch jeden Monat meine Monatsfavoriten, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Alle Produkte, die es online zu kaufen gibt, werde ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox verlinken. Ja, und bevor es so losgeht, habe ich wie immer auch noch eine Videofrage an euch. Und zwar würde mich heute interessieren, was eure Sommerfavoriten sind. Das interessiert mich wirklich sehr. Also schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir starten mit einer Tuchmaske und zwar ist das eine Aftersun-Tuchmaske von Garnier. Die ist mit Hamelis und Hyaluronsäure. Perfekt für den Sommer und die ist intensiv feuchtigkeitsspendend und regenerierend. Die benutze ich so gerne, die beruhigt die Haut und schenkt auch eine ebenmäßigere Bräune. Ja, und die habe ich bei Action gefunden, richtig günstig und zwar für nur 89 Cent. Die kosten ja normalerweise 2 Euro sowas. Mit denen habe ich mich gleich eingedeckt und die verwende ich sowas von gerne, wenn ich den Tag draußen im Garten war oder mich gesonnt habe, wenn meine Haut eben so viel Sonne ausgesetzt war. Weiter geht es jetzt mit dem Energy Set von Beauty Mates. Ich benutze die Produkte von Beauty Mates ja schon das ganze Jahr und könnte mir die nicht mehr in meiner Pflegeroutine wegdenken. Und zwar habe ich hier einmal den Koffein Wake Up Booster und die Hyaluroncreme Boost. Beauty Mates hat sich auf hochkonzentrierte, personalisierte Wirkstoffe Kosmetik spezialisiert und in den Produkten ist wirklich nur drin, was die Haut braucht. Ist frei von Parabenen, Silikonen, Mineralölen und PEG, eben ideal für eine sensible Haut. Mein Rabattcode ist natürlich auch noch gültig und zwar bekommt ihr mit LE30 30% auf das gesamte Sortiment. Den Online-Shop verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox und auch die Produkte. Auf jeden Fall ist dieser Koffein Wake Up Booster neu im Sortiment und sowas von perfekt für den Sommer. Da gibt nämlich einen mega schönen Glow. Außerdem verfeinert er das Hautbild und bringt die Haut zum Strahlen, sorgt für Leuchtkraft und eine stärkere Haut, belebt und erfrischt den Tag, gibt einen frischen Kick für fahle Haut und schützt sogar vor vorzeitiger Hautalterung, also mega klasse. Ich habe den Booster jetzt auf den Handrücken aufgetragen, schaut euch mal diesen tollen Glow an, echter Wahnsinn. Der wirkt sogar abschwellend und den benutze ich jeden Morgen täglich in Kombination mit meiner Hyaluroncreme. Da benutze ich immer 2 Tropfen von dem Booster, vermenge das in meiner Handfläche mit der Creme und dann trage ich mir das aufs Gesicht, auf den Hals und auf das Dekolleté auf. Die Creme ist nämlich auch so genial, die spendet nämlich bis zu 5 Tage lang Feuchtigkeit, zieht sofort ein, füllt Falten, polstert die Haut sogar auf und glättet sogar intensiv. Hat eine nicht fettende, seidige Textur, also auch perfekt für unter das Make-up. So benutze ich die auch. Beauty Mates hat auch einen Produktberater. Da bekommt ihr online eine Beratung für eine individuell abgestimmte Hautpflege, denn jede Haut ist anders. Außerdem gibt es online auch einen Set-Konfigurator. Da gibt es weitere so tolle Booster und ihr könnt die einzeln oder auch im Set kaufen. Ich liebe die Kombi wirklich. Also müsst ihr unbedingt mal probieren. Ich könnte mir die nicht mehr wegdenken. Ich bin echt total froh, dass ich so eine tolle Pflegeroutine für meine Haut gefunden habe. Mit einem kosmetischen Produkt mache ich weiter. Und zwar habe ich hier den City Bronzer von Maybelline New York. Der ist so toll, da gibt es ja auch verschiedene Farben. Ich habe die Farbe Deep Cool 300 und die trage ich auch heute leicht auf meinen Wangen. Das ist eben ein Bronzer, aber auch ein Konturpowder. Schaut mal, so sieht die Farbe aus. Ich habe mir direkt einen neuen nachgekauft, weil ich die so gerne habe. So, da sieht man ein bisschen die Farbe. Der ist sogar mit Kakaobutter und einem zarten, leichten Duft nach Schokolade, also total meins. Und der lässt sich so toll auf die Haut auftragen. Der hat so ein softes und angenehmes Gefühl. Eine Deo darf natürlich im Sommer auch nicht fehlen. Das ist mein absolutes Lieblingsdeo für den Sommer. Das ist von Nivea, eine Special Edition und zwar heißt die Fresh Summer. Hat 0% Aluminium und duftet einfach unglaublich gut. Ich werde da total oft nach dem Duft angesprochen. Also, boah, total frisch und einfach nach Sommer. Oh, ich liebe das. Ich mache mir gleich mal ein bisschen wieder was drauf. So sieht das aus. Das ist echt mein allerliebstes
Deo für den Sommer. Weiter geht es mit meinem heiligen Gral sozusagen. Und zwar mit einer Gesichtssonnencreme von Nivea Sun. Die schützt sogar vor Pigmentflecken und Hautalterung. Und ich finde es so wichtig, sich im Gesicht einzucremen. Nicht nur im Sommer, sondern auch eigentlich im Winter, das vernachlässige ich auch oft. Aber im Sommer und im Frühling, sobald man draußen ist, im Garten oder unterwegs, muss eine Gesichtssonnencreme her. Die unterschätzt man wirklich viel zu sehr. Sonne schädigt nämlich die Haut echt extrem und da kann die Haut auch viel schneller altern und man bekommt Fältchen und Falten. Da finde ich echt die von Nivea mega gut. Die hat auch 0% weiße Sonnencreme-Rückstände, hat eine seidige Textur, also das ist nicht das typische, also da hat man nicht das typische Sonnencreme-Feeling auf der Haut. Wisst ihr, was ich meine? So eine fettende, klebrige Textur, das hat man gar nicht. Die benutze ich immer unter meinem Make-up. Ich habe jetzt Lichtschutzfaktor 30 hier, aber habe auch Lichtschutzfaktor 50 zu Hause, also ich finde beide gut. Fußpflege darf im Sommer nicht fehlen, darf generell nicht fehlen, aber ich finde, im Sommer ist das nochmal wichtiger. Und zwar habe ich hier ein Produkt von Balea. Das sind solche Fußsockenmasken. Die finde ich mega praktisch. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mindestens einmal in der Woche so eine Fußmaske zu machen, weil meine Füße zurzeit so austrocknen. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall ist die richtig gut. Die ist mit Limettenextrakt und Avocadoöl. Ein paar von diesen Fußsocken ist hier enthalten und außerdem spenden die eben intensive Feuchtigkeit. Mit einem Nagellack geht es weiter und zwar einer von Essie, den trage ich auch auf den Nägeln. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, ich finde das ist ein richtig schöner, frischer, sommerlicher Farbton. Der Farbton von Essie heißt Mint Candy Apple. Schreibt mir doch gerne mal eure aktuelle Lieblingsnagellackfarbe in die Kommentare. Mit einer Körperbutter geht es weiter und zwar ist das ein Mega-Produkt, das habe ich bei Rossmann entdeckt. Das ist nämlich nicht nur eine Körperbutter, sondern die gibt auch eine leichte Bräune ab. Was auch wirklich super funktioniert und das Beste ist, dass die nicht nach diesem typischen Bräunungsgeruch stinkt, sondern ganz leicht und angenehm nach Kakao. So sieht die aus. Die ist von der Firma Lara Bellucci. Ja, wirklich eine mega Empfehlung und so sieht die von innen aus, ganz weiß. Ich habe mir direkt eine neue gekauft, weil ich damit meinen ganzen Körper eincreme, nach dem Duschen immer. Und die spendet eben auch eine richtig gute Feuchtigkeit. Was dann auch zu meinen Summer Favorites gehört, ist auf jeden Fall ein Sonnenlabello. Das ist ein Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 30 und man unterschätzt auch immer die Lippen. Ich habe auch mal gehört, dass Hautkrebs auch ziemlich schnell von der Sonne aus von den Lippen ausgehen kann. Und seitdem schütze ich immer meine Lippen. Meistens eben mit dem von Labello, den finde ich am allerbesten. Und der riecht auch total angenehm. So sieht der aus, das ist der Labello Sun Protect. Letztens lag ich auch in der Sonne draußen und habe mein Labello vergessen auf die Lippen zu schmieren. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie die Lippen ja errötet werden. Wie wenn man auf der Haut keinen Sonnenschutz drauf hat und dass die so leicht ja gebritzelt haben. Deswegen darf ich ihn auch nicht mehr vergessen und ist auch eine Empfehlung auf jeden Fall für euch. Schaut euch das mal näher an. Von Rossmann habe ich dann nochmal ein Favorite und zwar ist das hier von Sun Uzun. Ein Bräunungsbooster, der heißt Enjoy Sunshine, ist eine Sonnenlotion mit Lichtschutzfaktor 15 ohne Selbstbräuner, aber die verstärkt die natürliche Bräune der Sonne. Die ist so super, die habe ich dieses Jahr im Rossmann entdeckt und ja, mit der creme ich mich jetzt immer ein, wenn ich mich zu Hause ja sonne. Ich muss sagen, die zieht wirklich sehr schnell ein und die hinterlässt auch nicht so ein unangenehmes Gefühl auf der Haut. Die ist auch ja, nicht fettend. So, dann habe ich hier auch von Balea das Shimmer Spray aus der Reihe Copacabana, die Limited Edition für den Sommer. Das gab es letztes Jahr ja schon und da habe ich mir jetzt nochmal eins geholt, weil das wirklich so einen schönen, zarten Schimmer auf der Haut hinterlässt. Da sprühe ich mir hier auf das Dekolleté, aber auch auf die Beine oder Arme. Riecht auch mega und zwar nach einem exotischen Duft und Acai-Bären-Extrakt. Probier es mit euch aus, aber ich weiß nicht, ob ihr in der Kamera was erkennen könnt. Boah, und außerdem ist das so angenehm, eine so angenehme Erfrischung. War ich hier auch gleich noch. So sieht die Verpackung auf jeden Fall aus. Könnt ihr da ein bisschen den Schimmer erkennen hier unten? Und hier
habe ich jetzt was draufgesprüht auf meinen Handrücken, aber ich weiß echt nicht, ob das so gut in der Kamera rüberkommt. Auf jeden Fall, wenn die Sonne drauf scheint, ist das halt nochmal extra reflektierend. Ja, und das war es jetzt schon mit meinen Beauty Summer Favorites. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte euch ein paar Inspirationen geben. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.